Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber 2 hier bei Heisenberg zockt. So, unser Regio hoch über den, ja nicht Wolken, nee, aber Straßen, hier beim Olympiastadion oder beim Olympiastädtchen. Stadien haben wir ja dann doch mehrere. Gut, wir haben noch einen weiteren Zug, den wir jetzt hier installieren können. Jetzt muss ich nochmal schnell gucken, doch, ein Depot haben wir tatsächlich auch. Muss ich da irgendwie ein bestimmtes Gleis nutzen? Wir schauen schnell. Hier müssen wir rein, das würde heißen, dieses Gleis hier würde im Umkehrschluss heißen. Ja, hier müssen wir das Ganze machen. Zack, einmal den. Jetzt habe ich schon mal geguckt, wir haben eine Olympia-Lok. Guck mal hier. Olymp eingegeben, BR111, Olympia-Werbung München. Keine Frage, das ist unser Zug für diese Strecke. 160 km/h, ja, mit ordentlich Power, wie man hier sieht. Und dazu Passagierwagen, die in irgendeiner Form, da haben wir nichts in Sachen Olympia. In irgendeiner Form, ja, blau sind, also im Sinne von, dass sie zu dieser Lokomotive passen. Da sind wir noch bei den alten Wagen. Einheitswagen, das würde so halbwegs schon mal passen, das wäre etwas. Was ist das hier? Westrail Westfield, das ist amerikanisch. Hier haben wir die Schlafwagen, bringt jetzt so viel Grad nicht. Das wäre auch was Schönes hier, mit 160, das würde sogar passen. Mit, Steuerwagen tatsächlich. Dann haben wir halt wieder das Problem, dass je nachdem wir mit dem Steuerwagen mitfahren, nicht mit der Lok, das gefällt mir auch nicht. ÖBB City Shuttle, auch mit Steuerwagen. Wobei, wir sind ja nicht gezwungen, den Steuerwagen zu nehmen, so ist es natürlich auch nicht. Haben wir noch was anderes? Das haben wir schon verbraten alles. Ja, nö. Ich würde sagen, nö. Ich neige zu den hier. Die wir gerade hatten. Wo sind sie denn hier? Wendezugwagen, okay. Ich nehme die mal. Jetzt muss ich aber nochmal finden. Hier oben war das. Zack, 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 zack. Machen wir mal 170 Meter. Das reicht dicke. Gut, ist hier noch die Qualität. Ja, nehmen wir mal. So, aber den Steuerwagen. Ich nehme den Steuerwagen trotzdem. So, einmal hinten noch den Steuerwagen. Dann haben wir 200 Meter. Das müsste von den Bahnhöfen überall gehen. Sollte eigentlich wirklich kein Problem sein. Wir kaufen den mal. Und weisen den zu. Das wäre Olympiabahnhof. Genau, via Radeland nach Gärden rauf. Ich höre einen Plupp, das heißt, das geht. Das Depot passt, sehr gut. Jetzt wollen wir natürlich den Zug in Ruhe sehen. Wisst ihr was, ich werde doch glatt kurz pausieren, zur Kamera hüpfen und mir das Teil mal in Ruhe ansehen. Hier, Olympia. Was haben wir denn hier? Umweltfreundlich mit der Bahn. München 2018, tatsächlich. Wir unterstützen München, die freundlichen Spiele. Sehr schön, passt doch hervorragend hin. Es wurden noch zwei, drei andere Lokomotiven empfohlen. Ich glaube die ET420, kann das sein? Das ist auch irgendwie eine Olympia-Lok, aber die habe ich nicht gefunden. Und zwar nicht nur bei mir nicht, sondern auch nicht irgendwie bei der Modwerkstatt. Weil dort sollte die eigentlich sein. Ja, sehr cooler Zug. Und passt natürlich tatsächlich hervorragend hier hin. Wir machen wieder Play. Aber einsteigen könnte man trotzdem, wobei wir können uns den Zug natürlich auch so einfach nochmal kurz ansehen. Ist ja auch immer schön. Oh, sogar mit Horn. Ja, kann ich aber, glaube ich, nicht selber bedienen. Und mit einer gesunden Länge, sage ich mal. Sehr schön. Da ist wahrscheinlich die Lok schon im Bahnhof drin, wenn hier hinten der letzte Wagen rauskommt. Nein, ich glaube, so krass ist es dann doch nicht. Sollen wir schon mal einsteigen? Ich würde sagen, ja. Dann begeben wir uns auf große Fahrt. Das ist nämlich dann doch eine längere Strecke. Wie sieht es hier drin aus? Ich glaube, gar nicht schlecht, so wie es aussieht. Ein bisschen runter. Ja, könnte man theoretisch machen. Wir haben halt wieder nur eine eingeschränkte Sicht. Das ist immer das, was mir hier nicht so gefällt. Ah doch, geht mit dem Horn. Allerdings, das ist die Sparvariante. Okay. Gut. Ja, ich würde sagen, wir machen es wie immer. Wir setzen uns aufs Dach. Ich möchte aber noch ganz kurz zu den Wagen. Und hier mal noch einen Blick reinwerfen. Ja, die sind nett. Auch jetzt nicht irgendwie übermäßig, aber die sind okay, die Wagen, denke ich. Gut, also einmal aufs Dach rauf. Das war die falsche Richtung, Entschuldigung. Dann mal ein bisschen Höhe. Und dann fahren wir mit dem Steuerwagen mit. Allen Ernstes. Okay, das können wir schnell ändern. Ich habe nichts gegen den Steuerwagen. Moment, wisst ihr was? Aber ich möchte halt mit der Lok mitfahren. Wir gehen hier mal noch schnell gucken. Wie sieht das hier aus? Einfach damit wir es wissen. Der Führerstand. Bisschen nach vorne. Bisschen Höhe. Ja, plus minus ähnlich, würde ich sagen. Gut, jetzt können wir doch. Nee, kann ich nicht, weil die... weil der Steuerwagen natürlich in die andere Richtung guckt. Fahrzeug. Sollen wir den Steuerwagen wegnehmen?
Ich möchte halt wirklich, ich möchte mit der Lokomotive mitfahren. Wir können ja zur Mitfahrt den Steuerwagen wegnehmen und nachher, wenn wir mitgefahren sind, hängen wir den wieder ran, weil nachher ist mir egal, ob die Lok vorne ist oder der Steuerwagen tatsächlich. Nehmt den mal weg, weil wie gesagt, das Ganze hier ändern geht nicht. Dann guckt der Steuerwagen in die falsche Richtung und wir haben hier tatsächlich nur ihn. Also wir können den nicht gedreht nutzen. Ja gut, also du weg. Ändern wir mal. Und guck mal, wie von Zauberhand ist tatsächlich die Lokomotive vorne, logischerweise. Gut, ich hoffe, ich denke dran, dass ich am Schluss den Steuerwagen wieder dazu mache. Ich denke aber schon. So, einmal runter. Wobei, das könnten wir uns eigentlich auch so ansehen. Hier im Gelände drin finde ich das gar nicht so schlecht, wenn wir hier noch ein Bild haben vom Zug. Vom Olympiazug wohlgemerkt. Der hier das olympische Städtchen, das noch kein Städtchen ist, bedient. Ja, Städtchen gibt es dann noch. Ich bin mir aber mal überlegen. Ich weiß nicht mehr, ob ich so begeistert bin von der Idee, hier irgendwie dazwischen ein Städtchen zu setzen. Weil dann hast du dort ein Haus, dort ein Haus, dort ein Haus. Das wird wahrscheinlich relativ, wie soll ich sagen, ja, ein bisschen wir. Also vielleicht, dass wir das Städtchen daneben setzen. Wir gucken mal, weil im Moment sind wir noch nicht so weit, dass wir das Städtchen irgendwo hinsetzen. Weil was ich als nächstes machen möchte, wenn wir hier zu Ende gefahren sind, dass wir eine S-Bahn machen, eine Hochbahn im Prinzip, die die Stadien verbindet. Und wir müssen natürlich noch gucken, dass wir überall Zugang haben zu den Stadien, also zu den Eingängen. Ich würde sagen, das machen wir als nächstes. Das kann keine riesige Aufgabe sein, aber da müssen wir noch mal ein paar Straßen ziehen. Weil sonst ist es blöd, dann haben wir die S-Bahn und müssen dann die Straßen ziehen und kommen dann wieder irgendwie nicht dorthin, wo wir wollen, weil irgendwie die S-Bahn im Weg ist. Tag Hirsch und Tag Lalü. Haben wir auch noch irgendwo. Ja, in Seeburg, glaube ich. Heißt das Seeburg da hinten? Ich glaube ja. Ich und meine Städtenamen. Oder ist das hier? Das hier könnte sogar Seeburg sein. Die müssen dann aber auf der rechten Seite, müssen sie eigentlich einen Flughafen haben. Tag, Kollege. Nee, das ist doch ein anderes Städtchen. Ich weiß nicht. Doch, da hinten ist der Flughafen. Doch, doch, das ist tatsächlich Seeburg. Jetzt geht es aber links weg. Genau, das haben wir neu gebaut. Ja, irgendwie klingt es, als wäre sie kaputt. Muss das so? Das klingt irgendwie eher nach Lift. Aber nicht nach Lokomotive. Nach einer ausgewachsenen. Wir können aber tatsächlich fahren. Sehr schön, jetzt geht es hier rechts rüber. Jawohl, auch wieder in eigenes Gleis rein. Weil wir hier die Gleise wechseln. Hier vorne sieht es eigentlich auch so aus, als hätten wir freie Fahrt. Oh, ich höre was. Da hinten ist der ICE. Okay. Der stört uns nicht, der ist nicht in unserem Gleis drin. So, einmal rüber. Und dann geht's durch das eine Städtchen durch. Dann geht's nach Radeland und von Radeland aus geht's dann hoch nach Gerden, heißt es da, glaube ich. Ja, steht ja unten, Herr Eisenberg. Okay. So, hier Brücke, Pfeiler okay. Mit 50 km/h, weil wahrscheinlich die Wagen noch auf dem anderen Gleis sind. Auch ein schönes Bild hier mit den Brücken da hinten. Ja, ist doch ein cooler Zug, gefällt mir. Und der passt natürlich halt zu unserem Olympiagedanken, weil hier die Olympiade in München beworben wird. So, sind wir ungefähr in der Mitte, plus, minus. Ich krieg die Mitte nicht hin. Sag mal, ich hab's gleich, jetzt. Aber weiter brauche ich keinen Zug, ist noch interessant. Das ist doch eigentlich eine Strecke, die müsste relativ viel befahren sein. Oder nicht? Ja, offensichtlich nicht. Weil sonst hätten wir ja die Züge hier. So, einmal in die Röhre rein. Und hinten gleich wieder raus und da geht's. Weiß gar nicht, nochmal in die Röhre rein. Ne, dann sind wir dann schon langsam im Städtchen wahrscheinlich. Ah, doch, tatsächlich. Tunnel Nummer 2. Ja, noch interessant, so nah am Fluss und trotzdem. Da hinten ist immer der Fluss. Haben wir Tunnels hier. So, das hier vorne ist definitiv noch nicht Radeland, weil ich weiß, dass wir noch immer durch den Bahnhof durchfahren. Ohne, dass wir dort anhalten. Aha, interessant. Die Gegend hier habe ich jetzt so gar nicht mehr im Kopf. Dass wir hier tatsächlich noch einen Damm haben, der hier reinführt. Dann hier die Brücken. Wir düsen geradeaus. Hirsch Nummer 2. Oh, hier ist noch ein einsames Stück Schiene. Da stand, glaube ich, sogar mal noch in den Kommentaren. Das werden wir noch ganz kurz beheben. Das interessiert eigentlich keinen Menschen. Das ist unter der Brücke, das sieht man gar nicht. Aber das gehört da halt nicht hin. So, ich muss mir merken, vor diesem Städtchen war das, weil hier halten wir ja wie gesagt nicht an. Hier düsen wir durch.
Und vor allem, wir sind hier durchgedüst. Wieder ohne Probleme tatsächlich. Hier einmal runter. Ja, auch hier wieder rein ohne Probleme. Wir haben freie Fahrt. Also ich staune tatsächlich immer wieder. Klar, wir haben wirklich nicht viele Züge auf den einzelnen Linien. Aber wir haben dermaßen viele Linien. Das kann ja fast nicht sein, was wir hier erleben. Dass wir praktisch mit jedem Zug einfach frei fahren können. Aber ist natürlich schön. Ich genieße das. So, echt schon wieder ein Tunnel? Jetzt geht's nach Radeland rein. Ja, mit Zufahrten. Das ist schon die zweite Zufahrt, die wir hier haben. Hier noch eine schöne Weiche, damit man da irgendwie gucken kann, dass man aufs richtige Gleis kommt. Aha, hier kommt dann doch mal noch einer. Sehr schön. Auch sehr netter Sound tatsächlich. Aber es ist alleine tatsächlich vom Olympiabahnhof nach Radeland eine gewisse Strecke, wie man sieht. Von Radeland nach Gärden rauf, das ist dann glaube ich nicht mehr allzu weit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber das hier ist länger, als ich es eigentlich in Erinnerung hatte. Hat halt wieder einmal mehr damit zu tun. Wir haben ja praktisch nichts gebaut, wir nutzen Gleis, das wir schon haben. Ja, dann ist es schwierig abzuschätzen, wie lang eine Strecke ist. Aber ist ja in Ordnung, also nicht falsch verstehen. Ist ja okay, dass das eine längere Strecke ist. So, hier haben wir den besagten Fluss auch noch. Einmal hier rüber und dann müsste da hinten doch dann irgendwann Kollege Bahnhof kommen, oder nicht? Wir fahren da wieder außen rum. Nee, Blödsinn, das ist eine andere Strecke. Wir sehen es gleich. Tag, Kollege. Aha, auch wir düsen hier hoch, okay. Hätte ich jetzt auch nicht mehr gewusst. Und jetzt müsste es eigentlich in den Bahnhof reingehen. Sehe ich das soweit richtig? Jawohl, da haben wir doch den Bahnhof. Einmal rüberschlängeln. Und ins richtige Gleis rein. Ja, hier ist die Performance auch wieder irgendwie eher grenzwertig. Wie ist es, wenn ich in die Richtung gucke? Ein bisschen besser. Nicht massiv besser, aber ein klein bisschen. So, gehen wir wieder rauf. Und danach geht es nach Gärten rauf. Da haben wir dann wieder Performance. Hier stehen aber auch wieder Leute rum. Heieiei. Haben wir überhaupt Gäste? Ne, bis jetzt noch nicht. Das ist wahrscheinlich wieder eine andere Linie, wo die Leute hier warten, nehme ich an. Oder fühlt sich unser Zug? Oh doch, ein paar Leute hat. Ja, gut, das ist natürlich Radeland und Gärten sind, wenn man so will, tatsächlich auch Nachbarstädte. Da haben wir gerade noch den Alex gesehen, glaube ich. Denke ich mal. Falls nicht, steht es in den Kommentaren. Dankeschön. Da seid ihr immer sehr schnell. Da bin ich auch dankbar. Weil das könnte schon sein, dass ich meinen Zug irgendwie falsch sehe. So, einmal aus Radeland raus. Rüber nach Gärden. Das heißt hier wahrscheinlich links. Jawohl. Das habe ich fast vermutet. Und dann geht auf die Brücke rauf, nehme ich an. Wäre logisch. Ja, da haben wir es auch schon. Wieder einmal rüberschlängeln. Genau, sehr gut. Und einmal über die Brücke. Ist das schon die Brücke, die uns über den Fluss führt? Ja, tatsächlich. Doch, doch. Ich wollte gerade Nein sagen, aber tatsächlich. Hier geht's rüber. Da unten der LKW-Verkehr. Die transportieren irgendwelche Güter für die Stadt. Da hinten haben wir unseren... Die Kläranlage ist da und der Hafen ist dahinter. Genau dort ist der Hafen. Und hier vorne ist die Kläranlage. Während unten der TGV durchbraust. Sehr nett. Und wie gesagt, hier haben wir natürlich auch wieder Performance, hier ist nichts. Ja, merkt man schon beim Kameradrehen tatsächlich, dass wir hier wieder Performance haben. Ja, auch wenn die Hupe Mumpitz ist irgendwie, ich hupe trotzdem nochmal. Da nochmal die Kläranlage, genau, mit Zuganschluss sozusagen. Und jetzt geht es hier oben in den Bahnhof rein, in ein eigenes Gleis. Weil wir haben gestern festgestellt, hier haben wir tatsächlich noch viele Gleise frei. Da werden wir auch mit Sicherheit noch ein paar Züge machen, logischerweise. Wenn wir schon freie Gleise haben, das ist eine Einladung eigentlich. Also das werden wir sicher nutzen. Ich denke, jetzt gehen wir eins rüber. Ja, mit Sicherheit sogar, genau. Da kommt die Unilinie. Ja, mit der Unilinie habe ich auch noch was vor. Das habe ich schon mal angekündigt gehabt. Das werden wir aber... Wir haben jetzt dann die 200. Folge. Wenn ich es nicht komplett verpeile, dass ich gerade die 200. Folge aufnehme, dann in 3-4 Tagen oder 2-3 Tagen, ja, dann machen wir dort was Besonderes. Im Prinzip habe ich es jetzt eh schon gesagt. Aber ihr werdet sonst auch sehen. Hier auch sehr viele Leute. Heieiei. Ich würde mir gerne
den Bahnhof nochmal kurz angucken hier, was das für Leute sind, wo die hinwollen. Ist das schon wieder die Unilinie, die hier so reinfetzt mit Wartezeit? Wir finden es raus. Und wir haben noch ein Stück Gleis, das wir bekämpfen müssen. Werden wir auch gleich machen. Schöner Bahnhof, sehr schön. Steigt mal aus, mal gucken. Ja, doch, da steigen dann doch wieder ein paar Leute ein. 28 sind. So, schnell rausgehen hier. So, und dann wollen wir doch mal schnell gucken. Wie sieht das denn jetzt hier aus? Ja, Metronom-Komposition. Okay, und hier auch bei der Universallinie sehr viele Leute. Allerdings auf der Universallinie, da haben wir genug Züge drauf. Also da würde ich sagen, das sollte kein Problem sein. So, irgendwie macht mein Computer wieder Sachen. Jetzt hatte ich gerade einen schwarzen Bildschirm. Ich hoffe, ihr nicht im Video drin. Und die Aufnahme hoffentlich läuft noch. Doch, sieht eigentlich gut aus. Also, was haben wir denn hier? Zwei Züge. Hier machen wir einfach nochmal einen drauf, würde ich sagen. 100 Leute, Kapazität. Ja, machen wir. Fahrzeug verwalten. Einmal klonen. Weil wir haben gesehen, die Gleise sind immer noch gut frei. Da können wir auch nochmal so einen Zug draufsetzen. Jetzt muss er aber warten hier. Ja klar, weil der natürlich durchdüst. Schön, schönes Bild. Boah, ich liebe es. Mehr als ein Zug ist halt immer schön. Ich meine, ein Zug ist auch schon schön. Mehr als ein Zug ist natürlich dann die Steigerung. Gut, also, die Linie haben wir, das passt. Ich möchte hier noch schnell gucken. Hier standen eben auch einige Leute. Direkt Barchfeld-Radeland. Oh, da sind wir mit ihm hier unterwegs und der wartet auf freie Wege. Okay, sollen wir uns das mal schnell ansehen? Wo wartet der denn? Irgendwo hier hinten? Nee, nicht mal unbedingt. Wo wartet der denn? Lass mich mal schnell gucken. Aha, der wartet hier. Haben wir hier ein Problem? Da wartet auch einer. Ja, hier haben wir die Einfahrt. Nach Barchfeld ist das. Okay, weiter vorne. Ja, da müssen wir vielleicht irgendwann mal tatsächlich noch optimieren. Dahingehend wahrscheinlich, dass wir hier weitere Gleise legen. Es geht halt hier dann in zwei Gleise rein. Aber die fahren auch nicht. Haben wir hier ein Problem, dass ihr euch gegenseitig irgendwie behindert? Oder bin ich hier? Ich bin schon auf Play. Weil der fährt auch nicht. Jetzt haben wir hier wieder irgendwie so ein... Ja, ein Stau. Okay, das müssen wir uns schnell ansehen. Ich wollte zwar jetzt zum Olympiading gehen, aber das müssen wir schnell beheben. Wie sieht das aus mit Signalen? Hirnsignal, Hirnsignal. Hirnsignal, das ist soweit okay. Wo möchtest du lang? Du möchtest hier lang. Kannst du nicht? Wird hier eingleisig, das sehen wir hier. Der steht aber eigentlich nicht im Weg. Jetzt bewegt sich hier jemand, der fährt aber unten durch. Okay, schauen wir mal bei dir. Wie sieht es hier aus? Soll ich auch okay? Der wartet halt einfach. Ja, sagen wir mal den einen oder anderen drehen. Ich sehe jetzt auf Anhieb gerade nicht, wo das Problem ist. Oder Moment, kommt der nicht rüber? Der fährt hier runter. Nö, muss aber auch nicht. Er kann nicht fahren, weil der steht. Ja, jetzt ist aber ein bisschen die Frage, warum steht denn der? Der möchte hier rein. Kann er doch, oder kann er nicht? Hier ist unser... Ne, das ist nicht unser Zug, das ist ein anderer. Oh, und hier war auch Stau. Heieiei, okay. Werden wir auch noch gucken. Also irgendwas passt hier komplett nicht. Der fährt hier wieder zurück. Fährt dann hier raus. Der müsste doch eigentlich fahren können, oder nicht? Moment, ich drehe dich mal und dann schauen wir mal. Ich sehe jetzt keinen Fehler tatsächlich bei den Signalen. Stimmt das überhaupt? Ne, hinten raus will er eigentlich nicht. Was macht er denn jetzt? Jetzt fährt er irgendwie hinten raus, wo seine Linie nicht ist. Ne, lass mal. Lass mal, Moment. Dreh wieder. So, der würde allen Ernstes da hinten rausfahren. Hier steht auch einer. Also hier in Barchfeld ist echt irgendwie ein bisschen der Wurm drin. So wie es aussieht. Als ich den gedreht habe, hat jetzt hier überhaupt keinen Einfluss. Ne, irgendwie nicht. Die müssten doch fahren können. Ich sehe tatsächlich nicht, wo hier das Problem ist. Der fährt dann da rein. Das kannst du doch. Hier ist ja nichts. Doch, er steht natürlich hier. Er müsste im Prinzip als erstes mal raus hier, so wie es aussieht. Kann man das nicht sogar zweigleisig? Das kann man doch eigentlich auch zweigleisig machen hier. Ja, aktiviert ist es. Warum ist das hier nicht zweigleisig? Hier rüber? Ja, jetzt ist er zu wenig. Moment, machen wir es mal so. Es ist zu wenig Platz im Prinzip. Nochmal schnell gucken.
Bringt auch nichts. Müssen wir mit einem Wegpunkt tatsächlich machen. Ich weiß nicht, ob das so clever ist, aber eigentlich schon. Also zweigleisig ist er tatsächlich natürlich immer besser, logischerweise. Ich mache das mal mit dem Wegpunkt. Also Wegpunkt ahoi. Nehmen wir wieder unser P. Das habe ich letztens schön erklären können, warum ich Wegpunkte nehme und nicht Signale. In einer der letzten beiden Folgen. So, einmal so. Jetzt hoffe ich, dass wir hier nicht schon 10.000 Wegpunkte drin haben. Doch, natürlich. Was sonst? Wegpunkt Weißenturm. Wir haben aber nach Bachfeld. Das haben wir hier. Ja, da ist dann die Frage. Oh Gott. Da gehen wir in die 3 rein, da gehen wir in die 1 rein. Welches ist jetzt das Bachfeld, das ich brauche? Weiß ich gerade nicht. Bachfeld Nebengleis. Ich versuche es mal hier, dann sehen wir ja, was passiert. Ich brauche aber nur die Linie eigentlich, nicht alle. Ich mache mal hier irgendwie den Wegpunkt hin. Dann wollen wir doch mal schauen. Aha, das sieht so schlecht nicht aus. Zweigleisig wär's. Gehen wir mal gucken. Bringt hier aber gar nichts, dem Kollegen. Hier nochmal ein Signal. Ja, es wäre zweigleisig. Wir könnten hier jetzt aber nochmal ein Signal hinstellen. Das müsste eigentlich funktionieren. Dann geben wir mir ein Signal. Oder haben wir immer noch eine Weiche daneben? Ne, das geht. Moment, jetzt muss ich genau gucken, wo. Das wäre hier. So. Dann fährt er. Das ist doch schon mal schön. Nur wegen diesem einen Signal, was ich jetzt gesetzt habe. Okay. Fahrt ihr jetzt wieder? Seid ihr jetzt wieder zufriedener? Mich dünkt ja. Lassen wir den mal reinfahren. Ich wollte halt... Ne, er fährt halt zu dem Signal. Okay, jetzt blockiert er. Eigentlich ist das Signal blöd, weil der blockiert natürlich jetzt den Zug hier. Jetzt haben wir sogar eine Fehlermeldung. Ja. Okay, das war nicht so clever. Ich mache mal Folgendes, etwas Unpopuläres sozusagen. Ich muss ja mal erstmal einige Züge weg haben. Der hier wird geklont und dann wird der hier verkauft. Also unpopulär, es ist halt irgendwie nicht die Ideallösung. Aber wir kriegen den Zug da wenigstens mal von den Gleisen weg. Jetzt muss ich hier aber schnell das hier wegnehmen, weil das ist Käse. Haben wir rausgefunden. Ja, jetzt fahren sie da aber. Er ist halt immer noch da drin. Der möchte oder kann hier nicht raus. Aber der kann jetzt zumindest rein. Da haben wir schon mal einen zweiten Zug weg. Okay. Von hinten kommt einer. Der müsste hier ein Signal haben. Jawohl, hat er hier. Fährt aber durch. Okay, aber er fährt. Das ist der Punkt. Gut. Und sobald die dann drin sind, kann da vielleicht auch mal wieder einer rausfahren hier. Das wäre natürlich dann das Ziel. So, diesmal rein. Da hinten kommt schon wieder einer. Die setzen sich noch nicht in Gang. Oh, ich wollte eigentlich die Olympiastadt machen, die Eingänge. Ich gucke mal schnell auf die Uhr. Aber irgendwie das jetzt hier liegen lassen, ist natürlich irgendwie auch nicht wirklich die richtige Idee. Was ich aber schnell mache. Ich mache mal eine Pause, muss ich ja nicht machen. Die Züge fahren ja nicht. Ich wollte schnell gucken. Jetzt sind wir völlig woanders. Moment, Bachfeld, genau, das ist ja hier eins weiter. Wir sind nach Radeland. Dann haben wir doch hier irgendwo dieses Gleis unter der Schiene. Das war irgendwo hier, kann das sein? Vor... Ne, im Weißenturm waren wir überhaupt nicht. Wir sind gekommen von... Jetzt wird es ja schwierig. Also von... Moment. Von... Wo ist hier der Bahnhof? Da. Von hier, hier runter. Genau, dann hier rüber. Und dann hatten wir doch hier irgendwo eine Brücke. Ich habe noch gesagt, nach dem Städtchen hier vielleicht, dass hier irgendwo das Gleis liegt. Gibt's doch nicht, jetzt habe ich es vorher gesehen. Ich meine, es ist eigentlich weniger wichtig, wie das, was wir da in Bachfeld haben. Aber ich gucke trotzdem nochmal schnell hier. Nee. Also wenn ihr noch wisst, wo das war, ich dachte, das wäre tatsächlich irgendwie hier gewesen. Aber okay, ist es nicht. Aber wie sieht es jetzt hier aus? Hier bewegt sich wahrscheinlich immer noch keiner. Nein, zumindest nicht so, wie wir es gerne hätten. Ich drehe dich mal. So, einfach damit du hier wegkommst. Da oben haben wir Weichen. Das müsste eigentlich sogar gehen. Oder schafft er das nicht? Hier eine Weiche. Hier ein Signal ist nicht falsch. Wir haben keine Weiche mehr davor. Das ist okay. Zu lang ist eigentlich keiner der Züge, behaupte ich. Der hängt hier ja auch nicht irgendwie in einer Weiche drin.
Ja, irgendwie so ganz werde ich tatsächlich wirklich nicht schlau draus. Und hier halt ewig natürlich kein Wunder. Ist hier ein Stau, wenn hier die ganze Zeit natürlich die Schranke unten ist, ist das klar. Hier in die Richtung wird gefahren, da haben wir kein Problem. Wir haben in die Richtung ein Problem. Dass wir hier das Ganze dann vielleicht auch auf 4 Gleise ausbauen. Aber im Moment geht es darum, dass das Ganze nicht funktioniert. Es geht nicht darum, hier irgendwas zu machen dahingehend, dass es besser funktioniert. Jetzt kommt er, jetzt kann er fahren. Okay. Also, oder hat er einfach in die falsche Richtung geguckt, der Zug? Das könnte ja auch sein, weil jetzt fährt der. Wenn der rein ist, müsste der eigentlich fahren können oder sonst der Zug da hinten. Das müsste eigentlich gehen. Ja, schau an, jetzt fährt er. Ich glaube, der eine Zug hat in die falsche Richtung geguckt und das habe ich nicht erkannt. Das kann natürlich sein. Jetzt müssen sie fahren, aber über kurz oder lang werden hier 4 Gleise sein. Weil, ja, das ist natürlich sonst Käse, wenn hier die ganze Zeit irgendwie Stau ist. Aber guck mal, jetzt fahren sie und hier oben fahren sie sowieso. Sehr gut, also lasst uns doch noch zur Olympiade gehen. Hier unten. Weil ich möchte mit Sicherheit hier mal noch einen Anschluss hier haben. Also wir werden hier natürlich noch ein paar Straßen setzen, das ist ganz klar. Aber ich möchte möglichst schnell zum Thema S-Bahn tatsächlich kommen. Und dafür, das habe ich gesagt, dafür müssen wir halt die Straßen tatsächlich zuerst haben. Machen wir doch auch was Breiteres. Und machen das von hierher kommen so. Das muss ja nicht unbedingt hier am Stadion dranhängen. Das interessiert eigentlich niemanden. Das ist ja sowieso alles eher eine Fake-Geschichte. Wir könnten hier ohne Probleme natürlich einen Besuchermagneten hinsetzen. Das habe ich aber schon gesagt, das würde ich lassen. Weil das Schöne an den Stadien ist tatsächlich, dass sie keine Funktion haben. Man könnte hier noch einstellen, nicht bei jedem Stadion. Ich glaube, bei dem war es. Jawohl, dass wir hier Leute haben. Ich würde das lassen. Dann haben wir hier dann die gleiche Performance sonst wie an der Güterzentrale. Das wäre irgendwie schade, weil hier müssen keine Leute in den Stadien sein. Es wurde noch in die Kommentare geschrieben, mach hier 60.000 Sims rein. Mhm, wäre auch eine Idee. So, dass ich jetzt hier halt Zufahrten mache, das dient einfach auch, wie soll ich sagen, das ist primär optischer Natur, würde ich sagen. Nicht, dass das irgendwie sinnvoll wäre, sondern einfach wirklich, damit wir das Gefühl haben, hier ist eine Straße, die Leute, die kommen hier ohne Probleme in ihr Stadion rein. Möchte ich hier noch was haben. Das dockt dann tatsächlich an. Jetzt, wenn ich ein bisschen Glück habe, haben wir da eine Kollision. Jo, also nicht, weil ich Glück habe, sondern, ja, da komme ich nicht runter. Oh, da komme ich runter. Okay, ist ein bisschen steil, aber ist in Ordnung. Gut, dann sind wir hier. Wollen wir von hier noch irgendwo hin? Ja, hier haben wir noch einen Eingang. Da würde ich sogar, das ist so ein fettes Stadion. Moment, da machen wir wirklich eine fette Straße hin. Man könnte natürlich auch einen Platz davor machen. Das würde natürlich auch gehen. So, irgendwie hier rein. Hier ist dann Sackgasse. Dann geht das hier um die Kurve rum. Und irgendwie da rauf. Parallel gerne zum Stadion. Irgendwie so. Soll ich gerne mal gucken. Ja, da komme ich direkt rein. Zack, wunderbar. Passt. Dann ist hier ja im Prinzip auch ein Eingang. Ist das überhaupt der Eingang? Das ist gar nicht der Eingang hier. Hier ist er. Aber das passt. Hier ist die Straße, da kommt man hin. Jetzt kommt man zu den Stadien, zu dem kommt man hier noch nicht. Das heißt, wir müssten hier noch nach hinten. Aber auch, aber nicht mehr mit dieser Megastraße. Sondern mit er hier. Oder mit ihr hier, nicht mit er hier. So, einmal so. Ja, einfach den Stadien entlang. Und dann da rein mit der Kurve. Gefällt mir nicht die Kurve. Die möchte ich anders haben. Da war sie doch gerade. Irgendwie so. Und dann da rein und dann passt das. Dann haben wir das auch optisch. Ich sage jetzt wirklich optisch angeschlossen. Der Eingang wäre. Ne, das ist die Rückseite. Der wäre schon hier. Oder hier wahrscheinlich. Dass man da. Ne, das ist ein Laden. Wo haben die denn den Eingang? Na ja, gut, wir sagen jetzt mal, der Eingang ist hier vorn. Dann passt es nämlich. Das Stadion angeschlossen, das. Das ist an der Straße, das ist an der Straße. Da haben wir was gebaut hier tatsächlich. Eh schon, hier auch für die Fußgänger. Dass man hier so rüber kann. Das passt auch schon. Er ist auch an der Straße. Dann denke ich, das Einzige, was wir jetzt noch nicht angeschlossen haben, ich sage gerne nochmal optisch, nicht funktionierend. Sondern so, dass man einfach wirklich eben auch mit einer Hochbahn dann arbeiten kann. Weil ich möchte die Straßen haben, damit ich weiß, wo die Hochbahn dann durch muss. Also, das Ding fehlt noch.
Das werden wir noch anschließen, das machen wir dann aber morgen. Ich würde sagen, wir düsen schnell nochmal zurück nach Barfeld und gucken, ob die Züglein noch fahren. Dann können wir dort nämlich Tschüss sagen. Jawohl, ich sehe Bewegung. Ihr auch? Jawohl, hier der TEE bewegt sich. Liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen und dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis denne. Tschüss.